Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu den Mini-Fulda Nachrichten. Heute ist Dienstag und mein Name ist Julia. Und das sind unsere Meldungen. Die Weltnachrichten. Eine Abordnung von Mini-Fulda traf heute beim Bürgermeister der Stadt Fulda ein. Mit dabei waren die Kandidatinnen aus Mini-Fulda, die sich zur Bürgermeisterwahl gestellt hatten. Und natürlich haben wir den Besuch mit der Kamera begleitet, aber schaut selbst. Alle sehr herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Bürgermeistertreffen hier in der Stadt Fulda. Und ja, ich bin sehr froh, heute Morgen so viele Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Mini-Bürgermeisters oder der Mini-Bürgermeisterin hier begrüßen zu dürfen. Ja, was mich schon immer an der Aufgabe gereizt hat, war die Gestaltungsmöglichkeit, die man hat. Also man muss sagen, diese Gestaltungsmöglichkeit ist kaum irgendwo so groß wie in einer Stadt oder einer Gemeinde. Mini Fulda macht allen Spaß, aber wer viel spielt, muss auch viel essen. Die leckersten Rezepte und die heißesten Öfen gibt es in der Bäckerei. Und dort haben wir mit der Kamera vorbeigeschaut. Mini Fulda hat auch eine Bäckerei. Dort waren wir heute mit der Kamera zu Gast und konnten ein paar Eindrücke vom Apfelkuchenbacken sammeln. Also, das ist unser Apfelkuchen. Den verkaufen wir für einen Taler hier in der Bäckerei. Der ist sehr lecker. Nachdem der Termin beim Bürgermeister der Stadt Fulda beendet war, stürzte sich die ganze Bürgerschaft in den Wahlgang. Auch die Kandidaten gaben siegesgewiss ihre Stimme ab. Ja. Wir sind Nele und Maja. Und wir machen im Moment die Wahlen für den Bürgermeister. Das ist ganz gut, kann man sagen. Also jeder versteht das auch ganz schnell und man muss nicht so viel erklären und ja. Ich treffe heute die Bürgermeisterkandidatin Naja. Wie fühlst du dich? Eigentlich ganz gut, ja. Glaubst du, dass du gewählt wirst? Ja, eigentlich schon. Also ich hoffe es zumindest. Und soeben erreicht uns das Wahlergebnis. Und damit ist unsere neue Bürgermeisterin das Team der Nachrichtenredaktion gratuliert ganz herzlich. Bankraub in Mini Fulda. Dramatische Situation in der Bank von Mini Fulda. Ein älterer Herr hat die Situation ausgenutzt. Als die Mitarbeiter der Bank ihrer Bürgerpflicht nachkamen und ihren Wahlzettel ausfüllten, aus bislang nicht bestätigten Quellen geht hervor, dass der Täter sich ins Ausland abgesetzt hat. Ein Fahndungsfoto veröffentlichen wir auf diesem Wege. Also wir wollten Bürgermeister oder Bürgermeisterin wählen und dann wurden wir ausgeraubt und wir wissen immer noch nicht von wem. Wie fühlst du dich, dass der Bankraub jetzt war? Ich bin so traurig. Das ist schade und etwas wütend. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade hier beim Kiosk. Was macht ihr denn hier? Also wir verkaufen hier ganz viele Sachen, unter anderem Süßigkeiten oder auch gesunde Sachen. Ja. Und was gibt es hier zu kaufen? Also wie man hier vorne sehen kann, wir haben ganz viele verschiedene Süßigkeiten. Wir haben auch hier vorne Obst. Das heißt, wir werden heute ganz viele Obstspieße machen. Die gibt es auch wahlweise mit Schokolade oben drauf. Und wir haben drüben einen Kickertisch.
Da können später Kinder, die Zeit und Lust haben, gerne kickern. Und ja, das gibt's hier. Und auch morgen soll es den ganzen Tag regnen. Aber das haben wir ja gestern auch schon berichtet. Ihr seht also, auch wir sind nicht perfekt und liegen manchmal mit unseren Vorsagen daneben. Also lasst euch überraschen. So, wir laufen noch. Ein älterer Herr hat die Situation ausgenutzt und die Mitarbeiter der Bank ihrer Bürgerpflicht nachkam und ihre Wahl. Ich bin zu schnell. Jetzt läuft's. Du hast. Die Weltnachrichten. Eine Abordnung von Mini Fulda traf heute beim Wir machen es nochmal. Das war doch gut.